Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Tosca Toto, beim Clan Tirol 1809. Ja, was gerade reinkam, wir konnten es kaum glauben, wir haben uns gerade im Discord unterhalten. Und ich dachte, von was reden die eigentlich? Die reden davon. Ihr müsst allerdings den Client auf Englisch stellen. Coming soon to Clan Games. Es wird etwas Neues in den Clan Games geben. Und das ist wirklich, wirklich krass. Also im Moment gibt es die News nur im Englischen. Und das ist also... demnächst New Clan Games Challenges vor allen Dingen gibt. In the next Update, ich denke mal vielleicht den übernächsten Update, denn wenn ich das letzte sehe, dann muss das ja erstmal da sein. Also gewinne 3 Sterne gegen ein Town Hall in Level in Multiplayer Battles. Okay, 3 Sterne, a specific Town Hall Level, aha. And 5 Stars in Multiplayer Battle against Opponents in Titan League. Also das finde ich auch sehr, sehr gut. Also nicht irgendwo, sondern du musst schon in der Titan League sein, um zu gewinnen. 5 Sterne, ein Town Hall higher, ist natürlich für die 11er schwer, es sei denn 12 wäre schon da. Get Stars ohne Spells zu gebrauchen, without using any Heroes, ist auch nicht schlecht, also da lassen sich schon was einfallen. 3 Sterne, Clan War Battle, okay, Knockout Clan War Battle vor allen Dingen, 3 Sterne im Clan War Battle. Also mal kombiniert, finde ich wirklich, wirklich gut. Also das freut mich wirklich, dass sie da so eine kleine Kombi reinbringen. Dann machen die nämlich auch Sinn. Ich habe nämlich ganz, ganz viele die Tage gesprochen, die haben gesagt, naja, Clan War ist ja ganz nett, aber ist ja eigentlich nur für unser Ego und für unseren Level und so weiter. Aber so macht das schon wieder einen ganz anderen Sinn. Knockout the number of level points of a special hero. Earn 5 stars in Visus Battle using Super Packer, also... BA8 wird kommen, ist natürlich auch im Kommen und Destroy a Number of Megateslas in Vesus Battles. Dafür muss BA8 erstmal da sein, deswegen kommt dieses entweder mit BA8 oder später, denke ich mal. New Magic Items ist natürlich auch super, Builder Potion. Will speed up the progress of your builders in the main village by 10 mal for 1 hour. Also 10 mal pro, also 10 mal eine Stunde kann man den Builderprozess reinhauen, so ähnlich wie die Uhr im Nachtdorf Runen gibt es. Fill the storage of one of your 5 resources. Aha, one per resource type. Es gibt Runen, die dir sofort Gold, Elex, Builderbase Gold oder Builderbase Elex oder Dark Elixier halt auffüllen. Und Ring of Walls, das ist they can be used. Max gab es, increase the level of your walls. Ist das dauerhaft oder nur temporär? Also es gibt schon richtig was. Und Clan Wars, your clan will earn Clan XP at the end of Clan Games. Also auch hier machen die Clan Games wieder Sinn. Allerdings müssen sie jetzt auch irgendwas machen bezüglich der Clan Level irgendwo. Und sie haben neues Achievement demnächst. Champions achieved by earning Personal Points, also richtig krass, das freut mich. Das ist wirklich gerade ein paar Minuten alt hier. Und ihr müsst den Client allerdings auf Englisch stellen. Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke mal eben nach. Ich habe ja einen Client, habe ich hier zumindest in Deutsch am Laufen, um das immer mal so ein bisschen zu vergleichen. Stellt den Client auf Englisch, aber auch im Deutschen muss ich jetzt gerade sagen, steht das, der ist Englisch hier. Oh Mensch, wo ist denn jetzt mein deutscher Client? Wo bist du? Muss erst mal gucken, das ist mein Chefkoch. Der Chefkoch läuft in Deutsch und ich mache schon mal gerade ein bisschen Suche an. Im deutschen Client gibt es noch nichts. Da ist nach wie vor die letzte Meldung, wer hat das dunkle Elixier? Oder wer hat am meisten? Da gibt es eine Challenge und jetzt habe ich euch lange genug hier mit Quasseleien gequält. Ich würde sagen, den nehmen wir mal mit hier. Ich muss nämlich gleich hier noch im Clankrieg angreifen. Mal sehen, ob ich das mal wieder live mache. Muss ich mal gucken, ob ich mich dazu genötigt fühle. Manchmal mache ich das ja ganz gerne. Oh, da kriegt der kriegt jetzt aber harten Beschuss da. Ich wollte meine Clanburg eigentlich jetzt nicht opfern. Wo sind denn meine Packies? Die müssen da... Ach, da, ist klar. Ist klar, dass die mal wieder eine ganz andere Reise gehen hier. Da muss ich die kurz mal wütend machen, dass sie das ein bisschen schneller klären. Oh, die Riesen kommen hier nicht in die Base rein. Ist schon ganz schön knackig, so eine Base hier, also mit so starken Mauern hier. Und so, dann müssen wir die mal eben so ein bisschen giften. Der war mal wieder richtig super optimal, aber ich wollte meine Truppen hier jetzt echt nur rausballern, so muss ich es mal sagen. Denn, wie gesagt, ich bereite den Clankrieg-Angriff vor und schaffe hier, ja, so ein Sternchen werden wir ja schaffen.
Hätte ich meine Queen nicht gerade vergessen. Aber der Packer ist noch im Rennen. Den heile ich jetzt auch nochmal durch, weil ich gleich andere Spells habe. Und dann ist das zwar ein suboptimaler Farmangriff geworden, ist aber nicht so schlimm. Ich habe, glaube ich, im Moment ganz andere Clan-Games. Ich weiß gar nicht, glaube ich, muss... Nee, ich habe, glaube ich, gar keine angenommen. Also, die News hier waren wichtig für mich, für euch heute, dass ihr sowas recht nah mal auch von mir erfahrt. Ich bin ja eigentlich immer einer der Letzten, der überhaupt was zu den News sagt oder zu Update-News irgendwas zustande gibt. Denn meistens bin ich natürlich so spät, dass alle Welt es schon tausendmal weiß. Und deswegen bringe ich das auf meinem Kanal eher super, super selten. Und freut mich aber diesmal, dass ich mal einer der fast Ersten sein kann. Und wir holen hier doch noch einen Stern, ne? Na komm, mach das eine Lager dann noch weg, bevor die Riesen... Jetzt ist der Riesen weg. Oh, ein Stern noch geholt. Puh. Krass. Meine Clanburg wollte ich nicht verbraten. Das ist jetzt nur Schmuck am Nachthemd hier. Das war jetzt gerade ein Stern. Einer fehlt mir jetzt noch. Und was habe ich denn eigentlich an Clan Games? Ah, ich muss spenden. Okay, alles klar. Ich wollte nur, dass ihr das wisst. Also kurzes, knackiges Video hier auf dem Mittwochnachmittag von mir. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ihr sicherlich auch. Morgen kommt natürlich wieder ein ganz normales Video von mir, das habe ich heute auch vorbereitet. Heute war eigentlich ein Lehrtag, aber es war jetzt so aktuell, das konnte ich euch nicht vorenthalten. Ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Best.